Hallöchen Leute und willkommen zum zweiten Part meines Pokémon Platin Let's Plays. Im ersten Part habe ich mich für mein Starter-Pokémon entschieden. Es ist natürlich Plinfer und mein Kumpel Barry hat sich für Shellast entschieden. Wir haben auch schon unseren ersten Kampf ausgetragen. Natürlich habe ich gewonnen, ist doch ganz klar. Und was ich irgendwie, ja, ich finde es doch irgendwie ziemlich interessant und witzig. Ich habe nämlich ein weibliches Plinfer. Das ist relativ untypisch, weil die Wahrscheinlichkeit für ein weibliches Starter-Pokémon ist immer geringer als das, dass man eben ein männliches Starter-Pokémon hat. Aber das ist mir relativ egal. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in einem Pokémon-Let's Play ein weibliches Starter-Pokémon habe. Ist doch mal eine nette Abwechslung. Ja, also hier nochmal kurz der Bericht. Habe ich zwar im letzten Part eh schon gezeigt. Es ist nämlich Wesen zaghaft. Das ist ein neutrales Wesen. Das heißt, kein Wert wird jetzt irgendwie um 10% steigen oder fallen. Deswegen sieht man das auch hier nicht. Also, eigentlich sind seine Werte damit relativ gut ausgeglichen. Spezialangriff ist sogar der höchste Wert, Initiative der niedrigste. Fähigkeit hat Sturzbach, Attacken, Pfund, Heuler und sonst können wir noch nicht viel. Aber durch den ersten Kampf haben wir bereits ein Level-Up bekommen, Level 6. Das finde ich auch sehr schön, dass wir da jetzt schon Erfahrungspunkte für das erste Level-Up bekommen haben, dass das gereicht hat. Prügelt sich gerne und isst alles. Na, hoffentlich bist du mir nicht zu fett, Plinfer. Da werde ich schon darauf achten, auf deine Ernährung. ID-Nummer von mir 27130, kann man sich leicht merken, wie ich finde. Und damit begeben wir uns jetzt nach Sandgemme oder Sandgemme, wie auch immer man das jetzt ausspricht. Die Orte haben hier nämlich in Sinnoh alle ganz, ganz komische Namen. Das war ja auch so eine, ja, ich sage jetzt mal Abwechslung, nicht unbedingt Neuerung, aber das war das, das ist quasi damals das erste Mal gewesen, das ist schon in Diamant Perl natürlich auch, dass alle Städte und Orte in dieser Region hier in Sinnoh nicht den Zusatz City hinten dran haben, so wie früher immer so Marmoria City oder Azuria City, ne? Oder Malvro City. Das gibt's hier nicht, ne? Es gibt kein City, die Orte heißen halt alle etwas anders. Wir leben hier in Zweiblattdorf und jetzt geht es nach Sandgemme. Ja, das sind zwar nicht die besten Namen für die Orte, wie ich finde, aber naja. Und hier liegt schon Schnee rum, es scheint also Winter zu sein. Wir leben ja auch in einer kalten Region, Sinnoh liegt weit im Norden, basiert ja auf Hokkaido, habe ich eh schon alles erklärt. Also los, da ist der Barry wieder. Bist du langsam, Alex? Ich bin die Wartere leid. Ich besuche Professor Eibe und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist da eine blendende Idee gekommen. Hör zu, du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und nun denk mal nach, wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Das macht Professor Eibe bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Du und ich, zusammen kann uns niemand was. Ja, okay, ich werde jetzt gerade von Barry begleitet, dann gehen wir halt einfach mal zum See, der ist nämlich hier drüben. Ja, und natürlich, genau, hier Wahrheitsufer, wir haben vor allem schon relativ früh von unserer Mutter die Turbo-Träte geschenkt bekommen, finde ich sehr geil, da können wir schon rennen, yeah, Top Speed, das macht doch Laune, und Barry hat die scheinbar auch bekommen, die Schuhe, richtig cool. See der Wahrheit voraus. Laut der Legende ist dieser See die Heimat eines Pokémon, von dem man sagt, es sei das Wesen der Gefühle. Dank diesem Pokémon sind die Menschen in der Lage, Trauer und Freude zu empfinden. Das klingt ja sehr interessant. Haha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, es ist hier, dann ist es es auch. Das steht sogar auf dem Schild da. Was geht hier vor? Der Fluss der Zeit, der sich dehnende Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name, merkt ihn euch. Bis dahin ruht euch aus, legendäre Pokémon der wässrigen Tiefen. Lasst mich durch, tretet zur Seite. Was sollte das denn? Was für ein komischer Kerl. Na gut, Alex, schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon. Wow, hast du das gehört, Alex? Das war der Schrei des legendären Pokémon, das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan, wir fangen es ein. Warte mal, was? Wir haben überhaupt nichts dabei, wir können es gar nicht einfangen. Uns fehlen die Pokébälle, du weißt schon, diese Dinger zum Einfangen. Ohne die können wir keine Pokémon einfangen oder mit uns herumtragen. Ob Professor Eibe uns welche gibt, wenn wir ihn ganz nett fragen? Du weißt doch noch, was er gesagt hat. Wenn wir etwas brauchen, sollen wir es ihm sagen. Gehen wir doch einfach mal bei ihm vorbei. Okay, Alex. Wir rennen um die Wette. Jetzt erstmal Professor Sanjemis hat gewonnen.
Ach, ey, dieser Barry, der vergisst einfach mal Pokébälle mitzunehmen, dann so können wir überhaupt kein Pokémon fangen, schon gar kein legendäres. Der glaubt doch nicht ernsthaft, dass wir das jetzt schon fangen können. Wir sind ja noch totale Noobs sind wir. Wir können ja noch überhaupt nichts. Ja, und den Typen, den wir jetzt gerade getroffen haben, der wird später noch sehr, sehr wichtig sein. Trifft man, glaube ich, in Diamantperl hier nicht, weil die Geschichte ist auch ein bisschen verändert worden in der Platin-Edition, aber die meisten werden das sicher eh schon kennen, da brauche ich nicht viel erklären, oder? Also, auf nach Sandgemme oder Gemme oder was weiß ich, wie dieser Ort heißt. Wilde Pokémon halten sich bevorzugt im hohen Gras auf. Sie können jederzeit auftauchen. Wenn du also gegen wilde Pokémon antreten willst, lauf einfach durchs hohe Gras. Und wenn du ihnen aus dem Weg gehen möchtest, musst du hohes Gras meiden. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Anfangs komme ich ja nur hier so durchs hohe Gras durch. Was steht hier? Tipps für Trainer. Nur keine Schüchternheit. Sprich mit jedem, den du siehst. Dadurch erhältst du viele wichtige Informationen und auch Ratschläge. Na dann, was hast du mir zu sagen, hä? Lässt du die Gesundheit eines Pokémon nach und damit seine KP, solltest du nach Hause gehen und dich ausruhen. Was du nicht sagst, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen, aber trotzdem nochmal danke. So, jetzt müssen wir nach oben. Und da kommt er schon, ein erstes wildes Pokémon. Es ist... Ah, ein wildes Starlile erscheint, ein echter Klassiker. Los, Plinfer! Vor allem, das war, glaube ich, auch damals in Diamantperl das erste Mal, dass wilde Pokémon auch schon auf Level 2 auftauchen konnten. Früher in der dritten Generation gab es die, glaube ich, nicht auf so niedrigem Level, was ich mich erinnern kann. Dann Pfund in your face. Ich kann es zwar nicht fangen, aber ich kann es ja besiegen. Kriege ich ein paar Erfahrungspunkte. Und das ist immer gut. Wir müssen nämlich noch sehr viel stärker werden. Da ist es auch schon down, abgestürzt. Und es gibt 16 Erfahrungspunkte. Naja, das ist ganz okay. Geht eigentlich, kann man nicht meckern. So, was steht hier denn? Achso, ja. Route 201, Sandgemme, da drüben, guckst du. Diesen Vorsprung kannst du hinunterspringen. So kommst du schneller nach Zweiblattdorf. Ich möchte aber nicht nach Zweiblattdorf, ich möchte nach Sandgemme. Und deswegen bin ich auch schon da. Oh, du bist ja auch hier, Lucia. Wie geht's? Ach, du bist es ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und... Bums! Was zum... Oh, du bist das, Alex. Dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Alex? Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund? Nun, mit dem auch sei. Gehen wir hinein. Na, wen haben wir denn da? Du bist Alex, nicht wahr? Schauen wir uns doch einmal dein Pokémon an. Hm, verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Hm, es war also kein Fehler, Plinfer in deine Obhut zu geben. Würdest du ihm dann gerne einen Spitznamen geben? Nee, da bin ich jetzt nicht so der Typ dafür, also nein. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide Pokémon in das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert, dass Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hattest mich schnell aber umgestimmt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich ergeht es Plinfer nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Plinfer zu kümmern. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu dem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, das kann ich gar nicht aussprechen. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Aiwe. Ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Na klar doch. Hm, gut geantwortet. Alex hat den Pokédex erhalten. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Alex, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinen Pokémon über die Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Und nun geh, Alex, dein großes Abenteuer beginnt. Mein erstes Pokémon war Panflam.
Hättest du dich auf Route 201 für Panfeln entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens Lucia. Ich helfe dem Professor bei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus, das ist alles. Ich freue mich schon, dir das ein oder andere zu erklären. Es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Alex. Na dann, würde ich sagen, starten wir unser Abenteuer jetzt mal so richtig hochoffiziell mit Pokémon und Pokédex. Ja, und noch viel Spaß in Ihrem Labor, Professor. Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. Habt ihr noch was zu sagen? Ich bin der Vater von Lucia und ich werde euch mit Freuden bei euren Aufgaben unterstützen. ich bin mir sicher, wir können uns auf dich verlassen. Hallo. Professor Albert hat einen neuen Pokédex entwickelt, als er zusammen mit einem Professor aus Kanto gearbeitet hat. Oh, ich bin übrigens Roxana. Und es ist eine große Freude, Assistent des Professors zu sein. Ja, ist irgendwie eine coole Anspielung darauf, dass Professor Eibe offenbar tatsächlich mal in Kanto war. Na, wen wir da wohl getroffen haben? Genau, Professor Eich, das sind doch die dicksten Kumpels, die kennen sich bestimmt schon, keine Ahnung wie lange. Man hat aber wirklich irgendwie das Gefühl, dass zumindest optisch gesehen Professor Eibe sogar älter ist als Professor Eich. Aber wenn der 60 ist hier, wie alt ist dann Professor Eich? Naja, vielleicht sind die anderen ja gleich, aber dann weiß ich es nicht genau. Alex, ich habe hier ein praktisches Item. Du solltest es mitnehmen. TM27 erhalten. Das ist eine technische Maschine. Sie enthält die Attacke Rückkehr. Die Verwendung einer technischen Maschine oder TM bringt einem Pokémon sofort eine Attacke bei. Bedenke aber, dass eine technische Maschine nur einmal verwendet werden kann. Die Attacke Rückkehr gewinnt an Kraft, wenn die Freundschaft zwischen dir und dem Pokémon verbessert. Es obliegt natürlich deiner freien Entscheidung, ob du sie einsetzen möchtest oder nicht. Ich überlasse die Entscheidung dir und wünsche dir eine Reise voller Abenteuer. Klasse, ich wusste gar nicht, dass der Professor technische Maschinen hat. Vielleicht war er in jüngeren Jahren selbst ein Trainer. Nun gut, Alex, betrachte mich als deine Mentorin. Ich habe schließlich mehr Erfahrung als du und außerdem bin ich die Assistentin des Professors. Mir nach! Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon Center. Das Gebäude mit dem blauen Dach dort ist der Pokémon Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Alex, du fängst gerade erst an als Trainer. Daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber das sollte dich nicht stören. Oh, fast hätte ich es vergessen, Alex. Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Eibe bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du wirst weit reisen, daher solltest du ihnen Bescheid sagen, finde ich. Aber bevor du das tust, heile zuerst den Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer. Aber jetzt muss ich los. Mach's gut. So, das war jetzt wie immer ein gewohntes kleines Tutorial. Also hier in Sinnoh sind natürlich Pokémon Center und Supermarkt wieder voneinander getrennt. Na gut, war es in Alpha Sophia dann auch, aber wir dürfen eines nicht vergessen. Hier in der vierten Generation war es damals leider noch so, dass man jede TM nur einmal verwenden konnte. Nicht so wie später dann, ich glaube eh schon ab der fünften Generation, würde ich meinen, war das doch dann schon so. Also ab Schwarz und Weiß, dass man auch TMs unendlich oft verwenden konnte. Hier leider noch nicht. Also man muss es sich wirklich gut überlegen, ob man die ETM benutzt oder nicht. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich besser. So, nun kann ich ein Päuschen machen. Ja, speichern werde ich natürlich, wenn, dann eher offscreen, weil, ja, das hat in den Spielen damals relativ lang gedauert zu speichern. Wow, Pokémon sind so cool. Du kannst den Kämpfer einsetzen und damit stärker machen. Oh, ich hätte auch so gern welche. Wäre das cool. Dann geht doch zum Professor und hol dir eins, hm? Sandgeme, Ort des Sandes. Wow. Das wäre eine tolle Erklärung. So, und hier ist, glaube ich, ja, Haus von Lucia. Sagen wir mal Hallo. Denn hier ist ihr Opa. Ah, Professor Eibes, hast du zurück? Er ist wirklich ein bemerkenswerter Mann. Er studiert Pokémon seit ewigen Zeiten. Mein Sohn und mein Enkelkind helfen ihm momentan bei seiner Forschung. Wer bist du? Oh, du bist Alex? Ach, da beschäftigst du dich mit dem Pokédex-Dings und hilfst dem Professor. Wow, meine große Schwester macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Ja, das werde ich auch haben. Ja, also im Spiel hat Lucia sogar eine kleine Schwester, was sie im Anime ja nicht hatte. Nee, da hatte die keine Schwester. Nee. Fragt sie nur, warum man hier ihre Mutter nicht sieht. Na egal, das Ding da, das ist dein Pokédex, stimmt's? Ab jetzt wirst du die unterschiedlichen Pokémon sehen, du Glückspilz. Ja, und es wird auch hier in Platin relativ wichtig sein, wirklich jedes Pokémon mindestens einmal gesehen zu haben. Ich glaube, es waren 210 im Sinnoh-Dex. In Platin wurde da nämlich ein bisschen erweitert, da gibt es ein paar mehr Pokémon zu finden.
Und zwar müssen wir nämlich jedes Pokémon mindestens einmal gesehen haben, damit wir dann später den National-Pokédex bekommen. Aber das hat sowieso noch lange Zeit. Das hat noch sehr lange Zeit so. Hüps, dann gehen wir mal kurz zurück und sagen unserer lieben Mama Bescheid, dass wir jetzt auf ein Abenteuer gehen für Professor Eibe. Barry ist losgestimmt wie eine Rakete. Er meinte, er wollte der größte Trainer aller Zeiten werden. Ob er wohl irgendwann mal still sitzen kann, das würde mich echt wundern. Ja, mich auch. Das fällt ihm bestimmt ganz schön schwer. Willkommen zu Hause, Alex. Geht es dir und den Pokémon gut? Ruh dich doch etwas aus. Was ist denn, Alex? Nein, Professor Eibe hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh Schatz, viel Glück, ich stehe hinter dir. Oh, richtig, Alex, ich habe hier etwas für dich. Alex erhält Tagebuch. Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein, du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Ich mache nur Spaß, Schatz, wirklich, Alex. Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause. Denn ich würde gerne all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Barry hier? Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und war weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen, Alex wird ihm das bringen. Das machst du doch nicht, wahr, Alex? Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Alex, dann bring dies bitte Barry. Alex erhält Paket. Mach's gut, Alex. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich einen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinen Barry. So, da haben wir jetzt also auch noch eine wichtige Lieferung für unseren Freund. Na, warum nicht? Dann werden wir ihm das Paket auf jeden Fall vorbeibringen. Und jetzt geht es erst so richtig los. Jetzt hält uns nichts mehr hier. Allerdings haben wir irgendwie immer noch keine Pokebälle, weil Lucia muss uns das erst in einem kleinen Fang-Tutorial zeigen, weil wir überhaupt keine Ahnung haben, wie man Pokémon fängt. Zwinker, zwinker. Da haben wir mal ein Blitzer. Ein Blitzer. Na gut. Pfund. Leider kann ich es noch nicht fangen. Ich weiß auch gar nicht, Blitzer ins Team nehmen. Nee, ich weiß nicht. Wohl eher nicht. Und deswegen ist es auch gerade besiegt. Auch sehr schön. Wir haben jetzt schon fast auf Level 7. Also unser Blitzer ist fast Level 7. So, Sandgemme. Pokémon Center wirklich angucken brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und weil es nicht eh so, dass man anfangs noch gar keine Pokébälle kaufen kann, weil die ausverkauft sind. Nee, wir können sogar welche kaufen. Wir könnten welche kaufen, aber lassen wir mal lieber. Wir müssten von Lucia sowieso welche geschenkt bekommen. Also eigentlich hat man immer welche geschenkt bekommen am Anfang von so einem Tutorial. Und Lucia müsste auch gleich hier in der Nähe sein, oder? Ja, da ist sie ja. Oh, stimmt. Alex, ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange eines und du siehst genau zu, einverstanden? Ein wildes Blitzer erscheint. Los, Panflam. Denn ich habe ihn abgenommen. Es ist bereit für einen Pokéball. Lucia setzt Pokéball ein. Klasse, Blitze wurde gefangen. Siehst
klasse? Ist das nicht klasse? Eigentlich sollte man einem Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Zieh einem Pokémon so viele KP wie möglich ab. Denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke in den Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen? Nun dann, Alex, für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Pokébälle erhalten! Auf langen Reisen ist es sicherer, wenn du viele Pokémon bei dir hast. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde dabei hast. Aber jetzt muss ich los. Bis denn! Na, was habe ich gesagt? Das haben wir auch Pokébälle bekommen. Sehr schön, also fangen wir Pokémon! Wo sind sie? Da sind sie schon! Was kommt? Es ist... Ah, Staralili! Sehr gut, das will ich sowieso haben. Weil ich brauche für später sowieso unbedingt ein Flug-Pokémon. Schon allein wegen davor ein Fliegen, die später mal bekommen werde. Also ein schwaches Pfund! So, Heuler. Oh, kein Grund zu weinen. Ich werde dich nicht besiegen, ich werde dich nur schwächen und dann einfangen. Also nochmal Pfund! Ja, also Staralili wird auf jeden Fall fester Bestandteil meines Teams sein, weil später als Staraptor ist es relativ stark. Es ist eigentlich eines der besseren Flug-Pokémon, wenn man so will. Und deswegen möchte ich es unbedingt haben. Bälle, Pokéball, damit fängst du viele Pokémon, löst ihn wie einen normalen Ball. Das ist ein ähnelt dem einer Kapsel. Naja, nicht wirklich, eigentlich dem eines Balles. Also, okay. Und Pokéball los! Nein, sowas! Wie konnte es sich befreien? Es hätte fast geklappt. So, es heult nochmal rum. Hätte ich es wohl noch mehr schwächen sollen. Ach Mensch, die KP im gelben Bereich reichen nicht. Na gut, dann nochmal Pfund. Du willst es ja nicht anders. Aua. Das greifst du mich ja an. Das wirst du büßen. Pfund! So, okay, jetzt aber. Und wir können auch schön zuletzt verwendete Seiten nochmal anklicken. Pokéball bitte. Okay. Und nochmal. Pokéball. Fang mir dieses Staralili. Ich will es haben. Na, also geht doch. Klasse, Staralili wurde gefangen. Warum nicht gleich so? Für Staralili wurde ein anderes im Pokédex angelegt. So, Nummer 10, Staralili Star. Normal Flurgröße 0,3 Meter, Gewicht 2 Kilo. Einzeln sind sie schwach, daher bilden sie Gruppen. Werden diese jedoch zu groß, zanken sie auch. So, Spitzname. Nö, brauche ich nicht. Und schon haben wir ein Staralili. So, das ist zwar schon ziemlich angeschlagen, aber das können wir bald wieder im Pokémon sein. Da geht's so Bericht ganz kurz. Mhm, ja, normal Flug, schon klar. Wesen sanft. So sieht's nicht unbedingt aus. So, er hat mir Level 4, Route 202. Besitztemperament ist auch alles. Das ist komisch, weil... Und oh, das ist ja mal interessant. Seht mal bitte, das trägt eine Kiroya-Beere. Wie gibt's denn das? Das ist doch eine von den Bären, die sehr effektiv Attacken schwächen. So viel Glück muss man mal haben. Das muss nämlich nicht immer sein, dass es sowas dabei trägt. Finde ich aber mal sehr geil. So, Angriff. Fähigkeit Adlerauge. Verhindert Verlust der Genauigkeit gehört noch nicht so schlecht. Und Tackle und Heuler sind die einzigen Attacken. Aber diese Beere, die muss weg. Item nehmen. So, Kiroya Beere und Staralili erhalten. Das muss ich mir kurz mal angucken. Beutel. Verdammt nochmal, das heißt Rucksack. Warum heißt denn das Beutel? Ein Beutel sieht doch ganz anders aus, meine Güte. So, hier die drei Pokebälle. Hier sind TMs und Freunds drin. Die Rückkehr werde ich eher nicht einsetzen. So, und dann haben wir hier die Beeren. Ja, hier, voll geil. Kiroya-Beere. Item tragen schwächt sehr effektive gegnerische Attacken vom Typ Eis. Eine Knusp-Zutat. Ja, was Knusp sind, wird man uns später schon noch in einer anderen Stadt erklären. Aber so ein geiles Glück hatte ich auch noch nie. Einfach mal so Kiroya-Beere. Weil solche Beeren findet man eigentlich eher relativ selten. Naja, wird mal aufgehoben. Im Moment möchte ich das niemandem zum Tragen geben, weil... Brauche ich jetzt nicht wirklich. So, weiter. Wir... Oh, da ist auch schon unser erster Trainer. Du bist ein Pokémon-Trainer und das gilt auch für mich. Lass uns kämpfen. Eine Ausführung von Pokémon... also von Teenager Gunther. Okay, so, der hat auch einen Staralili auf Level 5. Los, Blinzer, mach es fertig. Pfund. Das ist, darf zuerst angreifen, das geht doch nicht. Wow. Pfund. Volltreffer. Ha, was sagst du nun? Und nochmal Pfund. Damit hast du nicht gerechnet, was? Take this. Und nochmal Pfund. Oh, na jetzt brauchst du auch nicht mehr rum, weil das bist du sowieso gleich besiegt. So, take this. Und das war's. Das hat sich ausgezwitschert.
Und da erreichen wir Level 7. Yeah, so muss das. Spiel besiegt Teenager Gunther. Zu stark, einfach zu stark. Was mir bei dir einfällt? Zu schwach, einfach zu schwach. Sieh mal, wie ich um dich rumtanze, lalala, du hast verloren, du hast verloren. So, wäre jetzt aber irgendwie blöd, wenn jetzt schon, da steht ja schon die nächste rum, die kämpfen will. Kann sie mal voll knicken. Und auf dieses Blitzer habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Ich will ins Pokémon Center, also flucht. Und tschüss, so, bis dann kommen. Nee, das geht ja mal gar nicht, Leute. Außerdem, ich würde sowieso gerne mal den Part beenden. Also ab ins Pokémon Center. Pokémon heilt und dann wird erstmal der Part beendet. Und dann geht es nach Jubelstart im nächsten Part. Hallo und willkommen Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Na dann, ja. Kannst du mal hier bitte gerne machen. Kostet auch nichts. Okay, ich nehme den Pokémon mal mit meiner Obhut. Und bin auch schon wieder fertig. So schnell kann's gehen. Guckst du mal. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Und auf Wiedersehen. Ja, komm bald wieder. Natürlich. So, hat der mir was zu sagen hier, der Obi? Siehst du den PC da drüben? Das ist das blaue Teil dort. Hast du Pokémon beide, kannst du ihn kostenlos nutzen. Na, das ist aber schön. Wäre noch schöner, wenn man dafür zahlen müsste, hm? Sprich mit der netten Dame im Schalter und gib ihr deine Pokémon. Sie wird dein Pokémon wieder vollständig heilen. Naja, klar. Im oberen Stock eines jeden Pokémon-Centers befindet sich der Pokémon-Drahtlos-Club. Dort kannst du mit Freunden kommunizieren und viel Spaß haben. Tatsächlich? So, was ist mit du? Tut mir schrecklich leid. Wir arbeiten derzeit unter der Erde. Kein Zugriff für Unbefugte. Versuch es später noch einmal. Ja, was auch immer da unten ist, da sind sie halt noch nicht fertig. Okay, Leute. Also, ich würde sagen, für den zweiten Part auch gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt erfahren, wie man Pokémon fängt, als ob wir das nicht schon wissen. Und wir haben jetzt ein Starlil im Team. Und wie gesagt, das möchte ich auch gerne, wenn nicht sogar für den Rest meines Abenteuers im Team lassen, weil, wie gesagt, ein Flug-Pokémon braucht man sowieso immer, um dann später rumfliegen zu können. Aber bis wir da so weit sind, wird es noch lange dauern, Leute. Also, freut euch schon mal auf den nächsten Part von Pokémon Platin. Macht's gut, Leute, und tschüss.